Adobe Sparks ist ein tolles Tool, um sehr simpel Erklärvideos erstellen zu können. Ihr könnt das Angebot sowohl per App nutzen oder auch im Browser eures Laptops. Um zu beginnen, klickt links oben auf den blauen Kreis mit dem Plus und wählt Video aus. Benennt euer Video, wobei ihr diesen Namen später noch einmal ändern könnt. Entweder wählt ihr eine Vorlage aus, mit der ihr arbeiten wollt, indem ihr auf Auswählen klickt oder beginnt wie ich von vorne. Unten ist die Timeline zu sehen mit all euren Folien, die nacheinander abgespielt werden. Stellt euch das wie bei PowerPoint vor und indem ihr auf das weiße Plus klickt, könnt ihr eine neue Folie erstellen. Die Folien wählt ihr aus, indem ihr auf sie heraufklickt. In der Mitte seht ihr die aktuell ausgewählte Folie und indem ihr auf das Plus klickt, könnt ihr Medien hinzufügen. Ihr könnt Videos, Texte, Fotos als auch vorgefertigte Symbole hinzufügen. Ich beginne mit einem Text und schreibe die Headline auf. Mache sie etwas größer, damit es besser aussieht und wähle nun rechts unten aus, wie lange die Folie angezeigt werden soll und entscheide mich für 6 Sekunden. Damit der Auftakt der ersten Folie etwas schicker aussieht, wähle ich links oben das Plus aus und füge ein Video hinzu. Hier kann man nur Videos hochladen, die auf dem Rechner gespeichert sind. Achtet darauf, in der unteren Timeline die richtige Zeit auszuwählen, wie viel von dem Video gezeigt werden soll. Bei mir sind das eben 6 Sekunden. Damit ist die erste Folie fertig und ich klicke unten in der Timeline auf die zweite Folie, die gestaltet wird. Dieses Mal füge ich direkt Text hinzu. Und wähle für den Hintergrund ein Foto aus. Entweder ladet ihr selber ein Foto hoch, nehmt es mit der Webcam auf oder wählt eins aus den Gratis-Fotos aus. Tippt euren Suchbegriff ein und drückt auf Enter. Ich wähle natürlich einen Ball aus, das Bild sollte immer gut zum Text passen und passe auch noch die Zeit an, wie lange der Slide gezeigt werden soll. Anschließend klicke ich links auf das Plus, um eine weitere Folie hinzuzufügen. Auch bei den Symbolen können wir vorgefertigte Elemente benutzen. Damit der Look der Folie nicht immer gleich ist, bietet Adobe Spark verschiedene Layouts an, die ihr oben auswählen könnt. Ich entscheide mich für einen geteilten Bildschirm, um rechts noch Text hinzufügen zu können. Ergänzend zum Text könnt ihr auch Audiodateien aufnehmen. Klickt dafür mit der Maustaste gedrückt auf diesen roten Button und in der Zeit könnt ihr den Text einsprechen. Vorausgesetzt ist, dass euer Endgerät über ein Mikrofon verfügt. Möchtet ihr den Stil des Layouts ändern, klickt rechts oben auf Thema und wählt eine der vorgefertigten Vorlagen aus. Ebenso könnt ihr rechts oben einen Soundtrack für euer Video aussuchen. Klickt euch durch und schaut, was euch gefällt. Nun wird es Zeit, das Video einmal anzuschauen. Klickt dafür links unten auf das weiße Play-Symbol, um mit der Vorführung zu beginnen. Pro Team spielen 11 Spieler mit und es sind 3 Schiedsrichter nötig. Einer auf dem Feld und 2 auf den Außenbahnen. Außerdem ist es möglich, andere einzuladen, um das Video zu teilen. So könnt ihr gemeinsam an einem Video arbeiten. Seid ihr mit dem Video fertig, könnt ihr es entweder herunterladen oder ihr erstellt einen Link, indem ihr oben auf Freigeben klickt und anschließend auf Veröffentlichen. Hier könnt ihr auch noch einmal den Namen anpassen. Erstellt abschließend den Link, der euch anschließend angezeigt wird. Vergesst nicht, ihn zu kopieren, um ihn anderen schicken zu können.